Der Meter ist eine standardisierte Wettermeldung in Kurzform, die die Wetterbeobachtung eines einzelnen Flughafens wiedergibt. Aufgenommen wird die standardisierte Wettermeldung durch Mitarbeiter der Wetterdienste, die sie in einer von der Internationalen Zivilen Luftfahrtorganisation einheitlichen Form veröffentlichen. Dies geschieht in Deutschland an Verkehrsflughäfen alle halbe Stunde, an Regionalflughäfen einmal in der Stunde, immer 20 und 50 Minuten nach der vollen Stunde. Ein Meter enthält folgende Angaben: die ICAO-Ortskennung, für die das Meter gilt, Beobachtungszeit, Windrichtung und mittlere Stärke, Bodensichtweite, eventuelle Wettererscheinung, Wolkenformation und Untergrenzen, Temperatur und Taupunkt, der auf Meereshöhe heruntergerechnete Luftdruck und ein Trend für die nächsten 2 Stunden. Die Ortskennung wird generell im 4-stelligen ICAO-Code angegeben, in diesem Fall Frankfurt am Main. Der Beobachtungszeitpunkt setzt sich zusammen aus dem Datum und der Uhrzeit, wobei die ersten beiden Ziffern den Tag des aktuellen Monats angeben, die danach folgenden 4 Ziffern die Uhrzeit nach wettkoordinierter Zeit, an dem der Meter erstellt wurde. Die Windangabe ist ein Mittel der letzten 10 Minuten aus Windrichtung und Windstärke, wobei die Windrichtung, aus der der Wind weht, 3-stellig nach der 360-Grad-Skala missweisend angegeben wird. Hinter der Windrichtung steht die Windgeschwindigkeit in Knoten. In Ländern mit metrischen Systemen wie zum Beispiel Russland oder China kann die Geschwindigkeit auch in Metern pro Sekunde oder Kilometer pro Stunde angegeben werden. Windböen werden im Meter mit angegeben, wenn diese in den letzten 10 Minuten mit mehr als 10 Knoten aufgetreten sind. Angezeigt wird dies durch ein G für das englische Wort Gusts, Windböen. Dahinter steht die Geschwindigkeit der Windspitzen. Sollte der Wind um mehr als 60 Grad schwanken, steht dies zusätzlich hinter der Windangabe. Die Windschwankung wird durch den linken und rechten Schwankungswert beschrieben, die durch den Kennbuchstaben V für Variation getrennt werden. Bei umlaufenden Winden mit weniger als 4 Knoten wird VRB für Variable angegeben. Stehen in der Windangabe 5 Nullen, ist es windstill, auf Englisch calm. Die horizontale Sichtweite am Boden wird 4-stellig in Metern angegeben. Steht 4 mal die 9 im Meter, bedeutet dies 10 Kilometer oder mehr. Sollte abweichend zur angegebenen Bodensichtweite die Sichtweite in eine bestimmte Himmelsrichtung sich um mehr als 50% unterscheiden oder weniger als 1500 Meter betragen, wird diese Bodensichtweite mit angegeben plus die Himmelsrichtung, in der sie festgestellt wurde. Bei Sichten unter 1500 Metern wird zusätzlich eine Pistensichtweite, RVR für Runway Visual Range, gemessen. Die Pistensichtweite wird mit dem Kennbuchstaben R der dazugehörigen Piste und festgestellten Pistensichtweite hinter der Bodensicht angegeben. Durch das Anfügen der Buchstaben U für Abwart, Verbesserung, D für Downward, Verschlechterung oder N für No Distinct Tendency, keine eindeutige Tendenz, kann der Trend bei der Veränderung der Pistensicht in den letzten 10 Minuten angezeigt werden. Unter der Wettererscheinung wird das gegenwärtige Wetter in einem Meterschlüssel angegeben. Dieser setzt sich zusammen aus Intensität oder Nähe, dem Deskriptor und der Wettererscheinung. Die Intensität wird mit dem Vorzeichen dargestellt. Eine Intensitätsangabe erhalten nur Niederschläge, Sand und Staubstürme. Intensitätsangaben bei Gewitter beziehen sich auf den Niederschlag. Treten Wettererscheinungen nicht am Flughafen direkt auf, sondern im Umkreis von 8 km außerhalb der Flughafengrenze, beginnt die Meldungsgruppe mit VC, in Vicinity, in der Nähe. Mit VC werden nur Gewitter, Schauer, Nebel, Schnee, Sand und Staubtreiben, Kleintrompen, Tornados und Vulkanasche gemeldet. Der Deskriptor beschreibt die folgenden Wettererscheinungen genauer. Die einzelnen Deskriptoren sind nur mit bestimmten Erscheinungen kombinierbar. Folgende Deskriptoren gibt es:
MI flach, BC Schwaden, PR Teile des Flughafens bedeckend, DR fegend, BL treibend, SH Schauer, TS Gewitter, FZ gefrierend. Unter den Wettererscheinungen gehört in die Niederschlagsgruppe DZ für Sprühregen, RA für Regen, SN für Schnee, SG für Schneekrise, IC für Eisnadel, PL für Eiskörner, GR für Hagel, GS für Graupel. Trübungserscheinungen werden mit HZ trockener Dunst, BR feuchter Dunst, FG Nebel, FU Rauch, VA Vulkanasche, DU verbreitet Staub, SA Sand angegeben. Trübungserscheinungen werden nur verschlüsselt, wenn die Sicht weniger als 5000 Meter beträgt, bei Nebel weniger als 1000 Meter. Andere Wettererscheinungen wären noch PO Kleintrombe, Staub- oder Sandwirbel, SQ markante Böen, FC Tornado oder Wasserhose, SS Sandsturm, DS Staubsturm. Unter Wolken wird der Bedeckungsgrad und die Untergrenze der beobachteten Bewölkung in Ausnahmefällen auch die Gattung angegeben. Dabei werden folgende Bedeckungsgrade angegeben: geringe Bewölkung, bei der der blaue Himmel dominiert, mit Few, 1/8 bis 2/8 des Himmels sind bedeckt. Aufgelockerte Bewölkung, bei der weiterhin der blaue Himmel dominiert, mit Scattered, SCT, 3/8 bis 4/8 Bedeckung. Aufgebrochene Bewölkung, Broken, BKN, dort ist schon über die Hälfte des Himmels mit 5/8 bis 7/8 bedeckt und es finden sich kaum noch blaue Löcher. Und ein komplett bedeckter Himmel, 8/8 des Himmels sind bedeckt, Overcast. Befindet sich ungeachtet des Bedeckungsgrades keine Bewölkung unter 5000 Fuß über dem Flughafen, wird die Buchstabengruppe NSC, Nil Significant Clouds, angegeben. Liegt die Bodensichtweite zusätzlich noch über 10 Kilometer, wird im Meter CAV OK verschlüsselt. Die Meldungsgruppe CAV OK ersetzt Angaben über Bodensichtweiten und Wolkenuntergrenzen. Findet sich die Buchstabengruppe NCD im Meter, wird keine Wolkenmessung durchgeführt. Dies steht für No Clouds Detected, zum Beispiel bei automatisierten Wettermeldungen. Die Wolkenuntergrenze wird zweistellig in Hektofuß angegeben. Hektofuß bedeutet einfach an die angegebene Zahl zwei Nullen hinten anfügen und man erhält die Höhe in Fuß über Flugplatzbezugshöhe. Wolken werden bis in eine maximale Höhe von 25.000 Fuß über dem Flugplatz angegeben. Wenn die folgenden signifikanten Wolken beobachtet werden, wird die Wolkengattung der Wolkenuntergrenze angefügt: CB Cumulonimbus, mächtige Gewitterwolke, und TCU Towering Cumulus, hochaufgetürmter Cumulus. In solche Wolken sollte aufgrund der heftigen Gefahren nicht eingeflogen werden. Die Lufttemperatur und der Taupunkt werden zweistellig in ganzen Grad Celsius angegeben. Bei negativen Werten wird dem Wert ein M für Minus vorangestellt. Der auf Meereshöhe heruntergerechnete Luftdruck, sprich QNH, wird in Hektopascal angegeben. Erfolgt die Angabe wie in Amerika typisch in Inch, wird der Meldungsgruppe ein A vorangestellt. Dem Meter wird eine Entwicklungsvorhersage, sprich ein Trend für die nächsten zwei Stunden nach dem Beobachtungstermin für flugbetrieblich wichtige Änderungen gegenüber dem aktuellen Wetter angefügt. In die Vorhersage werden nur Wetterelemente aufgenommen, bei denen signifikante Änderungen erwartet werden. Der Wetteränderung wird vorangestellt, ob diese zeitweise, also temporär oder von Dauer becoming ist. Wird keine nennenswerte Veränderung erwartet, wird dies mit No Sig, No Significant Change angegeben.